Asuka ist schon ganz. Boah. Was ist das für ein Stern? Da? Vorne, ey. Das ist ein Stern. Oh, Hosen. So legendäre Hosen oder was? Der Felswurm ist womöglich die widerlichste Kreatur, welche die Welt je durch ihre Anwesenheit verpestet hat. Bar jeglicher Merkmale, außer seiner massiven Kiefer, lässt sich der Felswurm als riesiger Evertebrat klassifizieren. Ich würde ihn nur allzu gern genauer studieren. Aber seine Angewohnheit, sich zu vergraben, macht es ausgesprochen schwer, ihn zu verfolgen. Noch nicht. Nur tot und wir liegen nur Tote und Leichen. Tote und Leichen. Gleichzeitig. Nur Geduld. Oh Scheiße. Du hast einfach nur drauf gewartet, bis du vereist wirst. Ja. Segen des Lichts. Oh, hi, oh, hi. Jojojojojo. Da kommt Foxy erst an. Ja, Foxy musste erst mal was sockeln. Cool. NRW? Ach ne, da bist du weit weg. Ein würdiges Opfer. Hallo, das ist ja in NRW. Ja. Wo heißt das so, aber privat? Da draußen gibt es jetzt den Rausschneiden. Ich hab gesagt NRW. NRW ist groß, in Bayern auch. NRW und dann kommt so, ja, er wohnt in, keine Ahnung, er wohnt dann in, in Hamburg. Klein, klein NRW dann, ne? Ja. Ne, dann kommt so, er wohnt in Köln. Oh, an dem niemals eigentlich durch, ich da wohnen würde. Ich würde in Köln wohnen wollen. Ja, bestimmt nicht, ja. Ja, du würdest lieber in Dortmund wohnen, du scheiß Dortmunder. Nein, ich würde auch nicht in Dortmund wohnen. Oh Gott, Dortmund. Denn lieber eine Tochter im Puff als beim BVB. Ja, stimmt. Gesehen hat, gerade flupp gemacht. Ja. Ja, das ist echt gerne, wer das ist schon viel. Ich weiß, was Power ist. Echt? Ja. Ja, das war über. Hätte ich das schon nur meinen Stilkern, also. Aber denk nochmal, zwei Kerne dazu. Oha! Kannst du Sachen machen? Wie viel Gigahertz hat der? 3,3. Aha. Kannst du ihn aber noch hoch machen, musst aber rumprobieren. 2,3. 3,3. Ach, 3,3. Also 2,2. Also 2,3, das wäre ja. Könntest du aber locker übertakten auf 3,8 noch. Oha. Ja, mit dem Board kann man übertakten. Also das hält der auch problemlos. Was hast du da? Du hast ja einen Intel-Prozessor, oder? Ja, hab ich.
Ah ja, okay. Also beim übertakten Stress. Ich hab den halt runtergetackt. Ich hatte den auf 4 von halt von wo ich gekauft habe, da habe ich den aber wieder runtergetackt. Weil der nicht stabil lief. Ja, das ist so. Ich habe meinen auch übertaktet. Der ging bis 3,2, danach ist es mehr starr. Ja, ich glaube, für ein größeres Netzteil gekauft. Ja, also meiner ging. Zumindest eins, wo ich dann die Vierfolie anschließen könnte. Also meiner ging halt, aber der hat dann immer Bluescreen gemacht, dann irgendwann. Und dann habe ich den runtergepackt, dann meinte der, ja, geht normal. Ende der trostlosen ist, dann ist zum Beispiel die Spannung. Da werden gesorgt. Wir meinen Körper stabil, und also. Den schwarzen Seelenstein finden. Und ich habe ja die SSD drin und da läuft der ja wirklich... Noch nicht bereit. Der braucht ja noch nicht mal 30 Sekunden, bis der hochgefahren ist. Ach, du hast eine SSD drin, cool. Ja. Boah, das erinnert mich an das mit dem Deck, wie er seiner Oma zeigen wollte, wie schnell sein PC ist, obwohl eine normale Festplatte drin hatte und keine SSD. Was? Wir also, ja. Wo ich erstmal die SSD drin hatte, muss ich sagen, boah, ja, hier ist der jetzt ist ja voll gemüllt, jetzt dauert das auch ein bisschen länger wieder. Ich musste ja, all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern. Das ist mit einem Walking Dead Terminus. Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Violen, die ihr gefunden habt. Und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ja. Gehen wir in die Halle des Sturms. Ruhe. Ja, das ist drin. Leider. Aua. Oh, scheiße, leider stolz. Boah. Was geht denn hier auf? Freue mich dann auch schon, wenn ich das Dragon Ball hab. Dann kann ich mal gucken. Dann muss kann ich mich selbst überzeugen, ob das wirklich der Fall ist, dass ich so gesehen, dass ich da die anderen Rassen ja, nicht transformieren können. Was ich nicht glaube. Das wäre irgendwie total unfair, Mann. Ja. Ich will aber das jetzt probieren. Ich wäre unterwegs. Aber ey, kommt der Führer, glaube ich, ich will wenigstens leveln können. Ja, das schon eigentlich. Das hat gar keinen Sinn. Dass die halt zum Beispiel Stufe 1 aussehen und dann später halt eben unter der Endpunkt von Krise ungefähr so. Ja. Das kann man ja gar nicht mehr die Bosse besiegen zum Ende hin. So stark wie die werden. Ich bin wirklich gespannt, was die da noch draus machen. Aus das Spiel. Steinriese, sowas hätte ich auch gern. Guck mal, hier ist was. Wieder ein Stern. Oh. Wir sind uns doch alle einig, dass das Ende aller Zeiten geil, ein Kurs für mich. Aber jetzt kommen die legendären Sachen für mich von zwei Sachen dass hintereinander. Belial und Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten. Sie sind die letzten lebenden Herrscher der... So sehr wir es versucht haben, er ist einfach nicht tot zu kriegen. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet Sand und sein Gelächter verspottet uns. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf von seinem Körper trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken.
Wie die Mikro läuft. Noch nicht. Oh, ich habe ein besseres noch Ring. Nom nom nom. Nom 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 nom. Ich kehre in die Stadt zurück. Oh, geil. Wo seid ihr hin? Moment, wo seid ihr hin? Ich gehe einfach hier rein. Denkt ihr, ihr seid schon am Vorarbeit machen? Wir sind ja gar nicht hier. Hey, verehrter. Jetzt sind die da. Fox, das ist mir wieder falsch. Ja, die haben sich einfach weggeportet. Oha. Oha, ja, das ist voll schwer. Hier sind Bücherregale. Hui! Flup, flup! Ja, die sind irgendwie so aus dem Bücherregal einfach rausgeploppt. Und bam, kam der Stein riesig. Ey, Afrika, weißt du, was du machen musst? Du musst unter dem ersten Part von Diablo in die Beschreibung den Link von der ersten Folge von Shepard der Vlog dort rein tun. Ich glaub, der sagt nichts mehr. Ich hab Oscar tot. Wir haben Oscar verloren. Nein. Mein Charakter wieder ein Samurai. Jetzt werde ich mich beweisen. Ja, so ist das. Heute ist oh, nicht das ist ein Koloss. Hä, warum sagt der Asker? Keine Ahnung, geh mal rüber. Oh Gott. Seit wann habe ich nichts mehr gesagt? Das ist schon die ganze Zeit eigentlich. Lol. Das ist nicht muted. Ja. Nein, Asker nicht. Unbewusst. Ja, soll ich mir vorausgehen, du musst dann die erste Folge von Töpfe der Vlog ja, hab so. Ich, ja, weiß ich. Dann kommt so, hier so ein Gemeinschaftsprojekt oder so, so ein anderes Gemeinschaftsprojekt. Wie es nicht laufen sollte. So, ja, Gemeinschaftsprojekt, wie es nicht laufen sollte. Ja, sag mal genau, seit wie vielen Minuten habe ich nichts mehr gesagt? Das ist eine gute Frage. Recht. Seit wir in diese Kammer gegangen sind. Echt? Drei. Okay, gut. Seit wir gut. In diese Kammer gegangen sind. Ja, nee, ich dachte nicht, dass ich dann wieder eine halbe Stunde irgendwie nichts mehr sage. Nein, das hat schon aufgefallen. So wie bei Paraworld. Ja. Nicht so wie bei Paraworld, dass ich wirklich zwei ganze Folgen aufnehme, nee, eine ganze Mission aufnehme und nichts dazu sage, einfach weil mein Mikro gemutet war. Was passiert denn sowas? Indem ich einfach diesen, bei meinem Headset, diesen Mute-Schalter da betätige. Kommt da keine Meldung oder sowas dagegen? Nein! Es ist einfach nicht. Das merke ich spätestens dann die anderen immer, wenn ich nichts mehr sage. Mein CS piept dann immer, wenn ich Ja, weiß auch.
Ja, bei TS ist ja bei TS ist es ja nicht so. Das ist extra an meinem bei meinem Dings hier, bei meinem Mikro, nicht bei meinem, aber beim Headset, ja, an dem Kabel. Das ist ausgelassen, sagt dann immer so, you are muted oder so, du bist gemutet. Echt? Ja. Okay. Das ist schon ausgestellt. Habt ihr ein USB-Headset oder was? Ich hab USB, Codenummer. Ich hätte allen Menschen dazu verhelfen können, das war jetzt lang. Und also ein goldenes Zeitalter. Ja, ich hab kein ja, USB. USB der Aska aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Das ist der Server down. Super. Also, wo seid ihr lang gelaufen? Ich bin zur Aska reportet. Alter, ich kämpfe die tausende Gegner gegen Schatzgurl und Goblins und so, ey, ihr haut ab. Wir machen die Quest hier weiter. Ja, wenn ihr keine Schatzgoblins wollt, selber schon. So komm ich halt jetzt zu euch. Ja, komm mal her. Wo kommen die entgegen sogar? Ja, keine Schatzgoblins für euch. Ist auch ein Schatzgoblin. Das geht hier weiter, wo ihr wart. Nö, das hier ist ja das Ende. Dann gehe ich jetzt zurück. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken. Unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Quills Bösartigkeit nicht vergisst. Und dass nee, ich, also ich würde nochmal zurückgehen, da wo Dings war. Da ist noch Loot. Aber reicht das Schatten? Warte mal kurz. Fox, der macht jetzt der exklusive Folge. Ja, ich muss aber erstmal Fähigkeiten gucken. Also ich will auch mal gucken. So viel Loot. Gold. Ein einzelner Gegner. So viel Zeug. Wie laut bist du in der Stadt? Nein. Okay. So, du wirst auch teleportieren. Oha. Oh. Oha, da liegt noch das Zeug. Da liegt Loot, oh mein Gott, schnell. Auch in die Stadt. Ich kehre in die Stadt zurück. Ey, das ist besser, das war jetzt cool. Ich glaube, da der Foxy sein Inventar aussortiert. Das erinnert mich an das, wo wir mit Dings mit, das mit dem Trapper Death Lockdown, mit Snoopy, wo er hier angefangen hat, sein halbes Inventar rauszuschmeißen. Und ich laufe einmal drüber und sammle die ganzen Scheiße auf. Ja, wie er noch so gesagt hat, ja, hier Munition zum, so für euch, was mache ich? Ganze Munition, die ich hatte, habe ich alles verkauft. Nur um Geld zu kriegen. Ich hab kein Wort davon gesagt. Ja, ich verkaufe die Munition. Ja, Gemeinschaftsgefühl. Hätte ich das gesagt, dann wäre der ausgerastet. So, ja, ich habe meine Munition. Ja. Aber Aska, guck mal, wer auch mit dir Level 42 ist. Ja, ja. Weil du hier neben woanders hingegangen bist, wo Gegner waren. Ich hab's gesehen, dass da viel Loot war. Oh, fein. Mir ist das voll dunkel, Mann, hier. Ist ja das Reich der Schatten oder so. Wow. So sieht also das Reich der Schatten aus. Zwinker. Wow. Zwinker. Wow. Ich
Zwerg ist auch nicht mehr ganz normal.